Hallo meine Lieben, ich drehe Orakel Kosace. Ja. Was ist los? Und du kannst hier einen Stein links oder rechts auswählen. Ja. Dann beginne ich mit Hauptthema. Was ist los? Kannst du links oder rechts auswählen? Dann kommt, hier ist ein Karte. So, dann beginnen wir, ja? Schlüssel, Einsicht, Hauptthema, links, der letzte Gang, Endgültigkeit, Finale, Ende eines Kapitels in dein Leben. Es gibt kein Zurück mehr. Lebenserfahrung. Genau. Jenseitskontakte oder Sterbebegleitung. Das muss ich nennen. Ja? Wenn die Karte mit der Sicherheit, wie das Eintreffen, diese Finale, ja? Ob das mit einem Mensch zu tun hat oder mit einem Lebenskapitel. Einsicht, ich sehe klar. Ich sehe klar, ich spüre den sensiblen Punkt zwischen meinen Augenbrauen und schenke ihm Aufmerksamkeit.
Ich sehe mit dem inneren Gesicht und mit den äußeren Augen und führe so zwei wichtige verschiedene Perspektiven zusammen. Mehr Klarsicht ist das Ergebnis. Ich richte meinen Blick geradeaus und nehme viele Details gleichzeitig völlig klar wahr jetzt. Ja? Was sagen die Tarotkarten? Es gibt verschiedene Szenarien, ja. Das ist das, was ich gelesen habe, ja. Für eine paar Gruppe da draußen, ja, muss man sich verabschieden von jemandem, ja. Das muss ich so sagen. So sagen es die Karten, ja. Kinder spielen hier eine sehr große Rolle, ja. Kinder spielen hier sehr eine große Rolle, ja. Schon in der Vergangenheit, ja. Und ich kann nicht ausschließen, dass die Menschen Sternzeichen Stier, Jungfrau, Steinbock, die hier involviert sind, ja. Und man möchte Chancen ergreifen im Leben, ja. Lebenserfahrung, ja. Man möchte vorwärts gehen, ja. Kann nicht ausschließen, dass man sehr gelesen ist, ja. Jemand, der gut, der viel liest, ja. Eine junge Person. Und diese Person ist so offen, unbekümmert, spontan, ja. Möchte neu anfangen, ja. Und hier ist eine Königin der Stäbe, ja. Das kann auch eine jüngere Person sein, ja? Eine Bruderfigur, ein Freund, die sehr mutig ist, ja? Temperamentvoll, ja? Kann Sternzeichen wieder Löwe und Schütze sein. Ja? Möchte ungeduldig schnell zur Sache kommen, ja? Freudig, risikofreudiger Mensch. Hier ist eine ältere Person, Vaterfigur, ja, und Sternzeichen, ich sage es, aber es muss nicht sein, Stier, Jungfrau und Steinbock, ja. Hier ist eine Abschied zu nehmen von jemandem, ja, Mann oder Frau in der Familie, Vaterfigur oder Mutterfigur, ja, Großelternfigur, ja, jemand, der älter ist, ja, und Tricks, Gesprächssituationen aus dem Weg gehen. Irgendjemand durch diesen Einschnitt im Leben, ja, mit diesem Mensch hier, ja, ich kann nicht ausschließen, dass dieser Mensch von dieser Welt geht oder schon gegangen ist, ist total überfordert mit der Situation. Das nagt an diesem Mensch, ja. Und ja, schau mal. Hier ist doch diese Person, ja. Zwillinge, Waage, Wassermann, Charts haben, Sternzeichen. Und diese, hier steht auch für die Witwe, ja. Und was ich hier merke, ja, dass dieser Mensch hier, die diesen Mensch verloren hat, ja, total überfordert ist mit der Situation. Aber sie haben Kinder, die sie unterstützt. Ja? Kinder, die sie unterstützt, jüngere Person. Ja?
die diese Menschen unterstützt in ihrem Neuanfang. Ja? Dieser Mensch ist überfordert. Ich kann nicht ausschließen, ja, dass dieser Mensch, die von dieser Welt gegangen ist, diese Person hier, alles gemacht hat in der Partnerschaft. Dokumente erledigt, Termine und alles erledigt hat. Ja, das war früher so. Ja? Früher hat der Mann alles Papier, Dokumente, Sachen erledigt. Die Mutter hat auf Kinder aufgepasst. Das ist genau diese Altmuster von früherer Generation. Ja? Am liebsten, ja, würde dieser Mensch ein Loch bohren am Boden und verschwinden. Ja? Sich von Verantwortung drücken. Ja? Situation aus dem Weg gehen. Ja? Man muss aufpassen, dass dieser Mensch hier, ja, mit diesem Verlust von dieser Mensch hier nicht, ja, in ein schwarzes Loch hineinfällt. Ne? Als Witwe, das ist eine neue Phase für diesen Mensch hier in Zukunft. Schau mal, Witwe. Ja? Ihr müsst, ja, sehr schonend mit diesem Mensch umgehen, mit dieser Situation und auch unterstützen. Ja? Das merke ich hier. Ein zweites Szenario, ja, geht es um ein Ende eines Kapitels, eine Partnerschaft, ja, eine Lebenserfahrung für sich. Ja, und dieser Mensch möchte kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr. Dieser Mensch musste mit dieser jemand, das ist das zweite Szenario, das ist eine allgemeine Legung. Ja? Und hier sehe ich zwei Szenarien. Hm? Und dieser Mensch bekommt Unterstützung von Kindern, einen Neuanfang in sein Leben, nachdem sie beendet hat, die Partnerschaft mit dieser jemand hier. Er hat nur für sich geschaut, der König. Hm? Er hat nur für sich gesorgt. Sie musste um Zukunft von den Kindern, ja, schauen, dass sie eine gute Schule besuchen, dass sie, versteht ihr, was ich meine? Und er hat nur auf sich geschaut, von Verantwortung sich gedrückt. Ja. Und deswegen, ja, wird in Zukunft der Ex-Partner von diesem Mensch sein. Ja, er hat sich von der Staub gemacht. War auch unehrlich, was um Geld ging. Sie hat wegen Finanz vieles gegeben, der Partnerschaft, und er hat sich zurückgehalten. Der war geizig, ja, obwohl er Kondition hatte. Hm? Und für diesen Mensch hier ist eine Lebenserfahrung gewesen. Und dieser Mensch hat Schlüsse für seine Einsicht klar sehen, ja, über seinen Partner. Und deswegen musste sie die Partnerschaft beenden. Das ist für dich ein neues Kapitel in deinem Leben. Es gibt kein Zurück mehr. Wenn dieser Mensch hier, bekomme ich hinein, wenn dieser Mensch hier einen Neuanfang, ja, in seinem Leben, einen neuen Zyklus, ja, mit Sicherheit kommt, ja, gibt es kein Zurück mehr. Punkt, aus, vorbei. Und es wird so kommen, weil dieser Mensch hier, ja, nur für sich ein egozentrisch ist, Narzisste, ja, Züge, ja, nur auf sich schaut und nicht miteinander in der Partnerschaft. Hm? Und es hat viele Gespräche gegeben und er hat sich nicht geändert. Und sie sagt, nein, Punkt, aus, vorbei, ich kann nicht mehr. Ja, loslassen. Ende, aus. Abschluss. Nein, ich kann nicht mehr. Und das wird so kommen, weil sie klare Schwerte, klare Einsichten hat. Und das ist der letzte Gang in dieser Situation. Ja? Wow. Und du wirst unterstützt von deinen Kindern, ja, an diesem neuen Lebensabschnitt von dir. Ich möchte hier noch eine Karte ziehen. Antwort.
die Antwort der Engels über diese Situation für dich. Ja? Wie geht es weiter im Leben? Ja? Eine Botschaft für dich, wo dir hilft, ja? Genesung. Acht auf deine Aktivwerden. Heute in einem Jahr. Acht auf deine Gesundheit. Acht auf dich in diese Prozedere, die jetzt kommt, in deine, dieser Abschnitt, die jetzt kommt in deinem Leben. Sehr wichtig. Alles Gute, meine Liebe. Ja? Okay. Stein Nummer 2, Magie. Ich manifestiere Wunder, positive Veränderung. Ich kann nicht ausschließen Schwangerschaft. Die kleine Eule Cosi. Krankheit, Erkältung, Bettruhe, Ruhepause, Medikamente, Tee, Gemütlichkeit, Zuhause bleiben, Beharrlichkeit, Kuscheln. Wenn Menschen Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden, man muss Beharrlichkeit sein, ja? Nicht aufgeben. Ja? Das merke ich hier stark. Es ist wie eine Geschichte, was die Tarotkarten hier sagen. Ja? Wie eine Geschichte. Schau mal, Kind, Schwangerschaft. Ja? Also. Wenn man hier in der Partnerschaft ist, ja, in der Vergangenheit vor allem, man hat eine schöne Zeit, ja, man hat Harmonie gehabt in der Partnerschaft, eine Freude miteinander, man war zufrieden, dankbar, ja, aber, ja, man hat Schwierigkeit wegen Schwangerschaft, ob es seit des Mannes, Animus Anima, seit der Frau, wegen Qualität von den, ihr wisst ja, was ich meine, die Qualität, kann nicht so viel sagen, ja, man weiß, was ich meine. Das musst du beharrlich sein und das herausfinden. Irgendjemand ist unfruchtbar oder hat Problem mit der Qualität, ihr wisst, was ich meine, ja. Und das nagt an euch ein Paar, ja. Es nagt an euch in diese Geduldsproben in der Partnerschaft, ja. Schau mal, Zwangspause. Man braucht Ruhe. Man braucht Ruhe, ja. Wenn man in dieser Therapie seinen Prozess auch für den Körper, das ist nicht ohne, ja. Man braucht Ruhe, ja. Man braucht Geduld, man ist schon erschöpft. Ruhe, schon mal, Ruhe. Bettruhe. Zu Hause bleiben. Ja. Man ist erschöpft. Diese Thematik in eurer Partnerschaft, man ist beidseits schon erschöpft. Ihr müsst wirklich stark sein als Partner, ja, dass das nicht kaputt geht, eure Partnerschaft, wegen dieser Thematik bei euch. Ja. Es kommt wieder Freude und Zufriedenheit in der Partnerschaft. Ja, das ist, jetzt bin ich schon Gegenwartlinie. Nochmal, Harmonie. Abwarten, bis es in den Fluss kommt. Geduld und Mitgefühl füreinander, ja, Mäßigkeit, es kommt wieder in Balance, eure Partnerschaft, ja.
man hat geträumt von dieser Schwangerschaft. Ja, das verstehe ich auch. Das ist so ein heikles Thema, sehr sensibles Thema. Ja. Und was ich hier auch merke, ja, die Sternzeichen Krebs, Skorpion, Fische, Wasserelemente haben, ja, kann und muss nicht, ja. Dieser Mensch, diese Königin oder König der Kelche, der wünscht so sehr, ja, dass es klappt, ja. Wunschdenken, das ist eben das, ja. Man hat Angst, getäuscht zu werden, ja. Rosarote Brille auch anhaben, ja, einer von euch zwei. Illusion, ja. Aber was ich hier auch merke, ja, ist es, ihr müsst noch mal Revue passieren, ja. Ihr müsst euch noch mehr erkundigen über die Situation, ja. Weil, wie ich schon gesagt habe, ja, irgendwas mit der Qualität von Mann oder Frau ist gestört, ist nicht ganz da. Ihr müsst nochmal fachlich Auskünfte, weil der Ausgang wird positiv sein, ja, für eure, ihr werdet stark sein für die Liebe. Ihr müsst viele Entscheidungen treffen in Zukunft, ja. Aber das ist ein langer Weg, das ist nicht ohne, ja. Ihr müsst jetzt in Gegenwart sich zusammenreißen, und denken manifestieren, das ist ganz wichtig über die Situation. Ich manifestiere Wunder, ich lasse mich ein auf den magischen Fluss des Universums. Hab Vertrauen, ja. Intuitiv nehme ich göttliche Zeichen wahr. Du bekommst Zeichen, dass das klappen wird, ja. Die mir in Liebe gewandt werden. Dankbar folge ich ihnen und gehe die notwendigen Schritte hinaus aus meiner Komfortzone. Es eröffnet sich mir eine neue Zauberwelt, in der Wunder geschehen, ganz natürlich, ohne sie zu erzwingen zu wollen. Auch keine, auch in dieser Energie etwas brechen und erzwingen. Lass das, ja. Vertraue und es wird klappen, wenn du nicht mal daran mehr denkst. Je mehr du fokussierst auf das, ja, ich will, dass du blockierst alles, ja. Und gehe nochmal, was ich mitbekommen habe, ist, gehe nochmal das Ganze abklären mit dir und deinem Mann oder mit dir und deiner Frau. Check, mach ein Checking, Check-up. Ja? Okay? Es ist ganz, ganz wichtig, ja, sich austauschen mit der Situation, auch mit Familie und Freunden, ja. Und es wird, es kommt jemand, willkommen sein, ja, wieder Versöhnungsenergie, etwas Gemeinsames, nur gemeinsam miteinander werdet ihr die Situation meistern, ja, und wenn zu schnell geht, ja, weil das ist eine komplexe Sache hier, nochmal zurück und was ich sage, ja, weil viel Botschaft, ja, achte auf dich, ja, weil das geht auf euer Gemüt schon als Partner, ja. Beharrlich sein, miteinander, ja. Orientiert vorwärts gehen, ja. Fachlich sich abchecken lassen, ja. Irgendwas ist mit der Qualität von der Sperma, ja. Jetzt habe ich gesagt, ja. Damit das alles und nicht die Energie blockieren. Auf Wunder vertrauen. Das Universum ist da und unterstützt euch. Ihr bekommt Zeichen. Positivität kommt. Das ist das Schlussergebnis. Positive Veränderung. Es kommt ein Baby. Das ist Schwangerschaft. Ihr werdet das schaffen. Aber nur
als Partner miteinander, zwei in eins. Ja, ganz, ganz wichtig hier. Alles Gute, meine Liebe. Und jetzt möchte ich aber noch eine Karte hier legen, was eben muss. Antwort von der Engels. Auf was achten? Ja. Auf was achtet musst. Denke nochmal darüber nach. Nicht aufgeben. Denke noch darüber nach. Nicht aufgeben. Beharrlichkeit, habe ich ja vorher gesagt. Beharrlichkeit. Beharrlich sein. Schau mal. In naher Zukunft. In naher Zukunft. Kommt. Kommt! Ihr müsst aber das Universum vertrauen, Leute. Ja? Und die Energie nicht blockieren, das ist sehr wichtig. Ja? So, meine Lieben, das war Orakel Kosace. Was ist los? Ja? Bis zum nächsten Mal, eure Kommentare. Bye!